Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Iron Man. Wir spielen dieses Mal das 12. Level, die Zinnsoldatenfabrik. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was uns dieses Mal erwartet, würde ich sagen. Wir spielen wieder mal mit dem Standardanzug. Waffen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr auswählen, weil maximaler Strahlschaden, maximaler MG. Ja. Die Gatling wäre zwar eine tolle Sache, aber gegen das Zeus EMP-Gewehr, ja, was soll's. Was die Zeus hat, die bessere Wahl. Wir bleiben bei den Thunderbolt-Raketen. Denke ich mal, ja. Und, ja, was ist das andere da? Raketenabwehrsystem brauchen wir eigentlich noch nicht. Weil da wird zwar so ein bisschen mit Raketen auf uns überladen werden, vermutlich, aber nicht so, dass es lohnenswert wäre. Sieh doch. Einfach wunderschön. Erste Sahne, Stark. Unseren Häschern wird das gefallen. Vielleicht, aber es ist nicht für sie, sondern für uns. Wir verschwinden. Ah, verstehe. Und was geschieht damit? Ist das ein Witz? Ich muss mehr bauen. Das ist ein Kunstwerk. Ich habe noch nie etwas derartiges entworfen. Schauen Sie hin. Das ist die Zukunft jetzt. Tony Stark, du wirst aber keinen Mist bauen. Wir haben ihre Konten eingefroren und sie sind untergetaucht. Sie können sich nicht vor mir verstecken. Ist das Ihr Hauptquartier? In der Tat, zum AIM-Hauptsitz. Und Stane? Nicht zu finden, Tony. Tja, alles der Reihe nach. Ich habe den Eingang zur Basis gefunden, bin gleich drin. Muss aber zuerst noch den Müll entsorgen. Okay, der Repulsor war entweder stärker oder der Hubschrauber schwächer gepanzert. Wollen wir mal anklopfen, würde ich sagen. Die in dem Panzer wissen jetzt Bescheid, dass ich da bin, ne? Der muss offenbar so ein gepanzerter Typ sein. Aber mehr als für Schuss verkraften die immer noch nicht. Okay, Waffe ist 1 von 6. Ist Geschichte. Hm.
Okay. Auf in den nächsten Raum. Jo. Ah, na gut. Komisch. Guck mal, da ist wohl noch einer, aber ich sehe keinen. Okay, das Begrüßungskomitee habe ich schon mal verabschiedet. Ich bin jetzt drin. Steuerpult an der gegenüberliegenden Wand, Sir. Allem Anschein nach werden damit die Sicherheitsfelder kontrolliert. Diese gepanzerten Typen, also nee. Jarvis? Empfange Signal aus nächster Nähe. Erfassung nicht möglich, da sprunghafte Bewegung. Sie werden es selbst lokalisieren müssen, Sir. Oh, da kriegen wir hin. Und irgendwie, ja. Es wird schon ärgerlich, wenn die Maus steigt. Tony, Stain ist hier. Er hat das Gebäude abgeschottet. Gut. Ich weiß jetzt, wo ich ihn finde. Schon wieder so ein gepanzerter Typ. Oh, was soll's. Oh, 2 von 6 Küsten. Immerhin. Endlich.
Hier ist da noch was. Ah, Munition, schön. Wollen wir mal gleich aufladen. Lohnt sich zwar nur begrenzt, aber hier kommen wir ja nicht mehr vorbei. Ups. Na bitte, ein geiles Kraftwerk abgeschaltet. Kraftwerk abgeschaltet. Das scheinbar nicht. Na gut. Wir lassen gerade die gesamte Stadt evakuieren, Tony. Wenn wir uns um Stane kümmern wollen, darf es keine Kollateralschäden geben. Genau, das ist wichtig. Erstmal eine kurze Auszeit, bis die Waffen wieder aufgeladen sind. Schon wieder ein bisschen besser. Waffenkiste 3 von 6, würde ich mal sagen. Gut, weiter geht's. Komm, da soll man drüber kommen? Seltsam. Schauen wir mal, ob ich was übersehen habe. Da geht's nicht durch. Hier ist auch nichts. Okay. Das hätte ich kommen sehen sollen. Jetzt gibt's kein Zurück. Na gut. Also muss es da durchgehen. Ja, Tatsache, klappt gerade so. Ich muss schon sagen, Aim hat ein paar ganz nette Brummer auf Lager. Mir tut's beinahe leid, das alles zu zerstören. Aber nur beinahe. Exakt, nur beinahe.
Manueller Neustart des Herzsystems aktiviert. Systemfehler. Backup aktiviert. Wenn du schon dort bist und an einem Terminal vorbeikommst, würde es mich schon stark interessieren, was AIM so verzweifelt versteckt. Na gut, gehen wir mal weiter. Da geht's nicht durch. Aber da. Hab die Dateien abgestaubt, Rhodey. Gott, was fühle ich mich schuldig. Also in Deckung fliegen ist nicht. Oh, die sind ja auch ernst. Hey Tony, siehst du irgendwelche militärische Hardware? Abgesehen von den Dingern, die mir den Hintern versohlen? Nein, ich lass es dich wissen. Finden diese Pulse wäre sicher ganz toll. Naja, wenn sie meinen. Du mir ja auch, du kriegst auch kleine Rakete ab, pass mal auf. Und noch einen hinterher. Scheiß Maus, ey, es ist zum Kotzen. Ja, also erst streckt die Tastatur, jetzt streckt die Maus, ey, es ist nervtötend. Kann nicht wahr sein, ey. Sir, der Boden steht unter Starkstrom. Durch Betreten kann es zu Schäden am Anzug kommen. Na gut, dann müssen wir gucken, dass wir den nicht betreten, würde ich sagen. Hmm.
scheint sonst nichts weiter zu sein, glaube ich. Da kommen wir also nicht durch. Na gut. Dann gehen wir durch das Tor. Ja. Da war nichts weiter. Die Stadt ist evakuiert. Wir können Stain immer noch nicht erreichen. Ups. Macht nichts. Ich bin gleich da. Na sag mal, langsam ist da hier noch scheiß Laser. Die echt gedacht, die können da großartig mitmischen. Gut, dann wollen wir mal nachtanken. Jo. Okay, wo war hier noch? War hier nicht auch eine Waffenkiste? Scheinbar nicht. Also weiter im Text. Ups. Okay. Na gut, ja, gehen wir weiter. Na, das ist ja mal ein herzlicher Empfang hier. Also auf die Art wird es nicht. Na bitte, Hitler. Also hier sehe ich auch keine Waffenkisten. Na gut.
nächsten Raum, würde ich sagen. Also, Laser abknallen ist nicht. Durch das Tor, genau. Was wartet denn der? Oh. Okay. Beeindruckend. Zu schade, dass ich es in die Luft jagen muss. Dann wollen wir mal, würde ich sagen, durch diesen Kellergang. War da wirklich nichts? Weiter im nächsten Abschnitt, würde ich meinen. Solche Waffenkisten, die übersieht man recht schnell, wenn man hier bloß vorbeidüst. Und 5 von 6. 5 von 6 zerstört.
die letzte Waffenkiste. AIM führt doch irgendwas im Schild. Tony, irgendwo dort müssen sich die AIM-Hauptcomputer befinden. Ich sehe mal nach und gebe ihnen ein paar Streicheleinheiten. Mach das. Geht's weiter, würde ich meinen. Das ist eine Sackgasse. Okay. Müssen wir also wieder wohl oder übel durch den Raum mit den Lasern durch. Geht's da weiter? Ja, die kommen mir sehr bekannt vor. Nein, nein, das sind nicht meine. Naja. Dann geht's wohl auch zu diesem... Ja, Endgegner kann man nicht sagen, aber... Insgesamt können die ganz gut austeilen. Obwohl zum Geier kriegt man die an. Beziehungsweise raus aus der Kiste. Ja, scheinbar nicht. Ach da, da ist was. Thank you.
Ja, ich weiß selbst, dass ich wenig Raketen übrig habe. Aber ich brauche ja auch keine mehr. Ja, Tony. Ich habe was aus den Daten gefischt. Die Kampfanzüge werden von einer zentralen Position aus gesteuert. Okay, dann wollen wir sie mal in ein paar Schaufensterpuppen verwandeln. So geht das nicht. Ah, da müssen wir hin. AIM ist am Ende. Natürlich. Du hast es geschafft. Ich war auch mein. Du bist an der Reihe, Stane. Was war das, Tony? Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, das war jetzt Level 12, die Zinnsoldatenfabrik. Wir haben 6 von 6 Kisten zerstört, ein paar neue Extras verfügbar. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal und